Hallöch, meine Guten, willkommen zu meiner ersten Bastelanleitung hier bei den Die Tümlis, so ist es natürlich richtig. Viele kennen mich von 9999 Dinge, damals noch ohne Gesicht, jetzt mit Gesicht. Aber ja, ich werde gleich den Blickwinkel ändern und wir begeben uns zu unserer ersten Bastelanleitung. Ich vergesse die ganzen anderen Bastelanleitungen, die ich hier mal gezeigt habe und wir starten komplett neu. Es ist bald Muttertag und von daher habe ich mir gedacht, wir basteln was Schönes für die liebe Mama. Und ich sage es jetzt erstmal in jedem Video dazu, wenn ihr hier irgendwas nicht habt, improvisiert einfach. Holt euch irgendwas, was so ähnlich aussieht, bastelt euch was, was so ähnlich sein könnte und macht einfach was Ähnliches nach. Und dann würde ich sagen, wir wechseln den Blickwinkel. So, und nochmal herzlich willkommen, jetzt nur mit meinen Händen. Gerne könnt ihr mir schreiben, ob ihr bei den Bastelanleitungen vorher mein Gesicht sehen möchtet oder ob ihr einfach euch die Hände reichen. Weil, wie gesagt, wer neu ist, wir machen seit neuestem auch Vlogs. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke es euch irgendwo oben in der Ecke beim i. Ja, ich habe mir ganz viel hingelegt, einfach aus dem Grund, weil ich viele Ideen im Kopf habe und man eine Karte in 1000 verschiedenen Möglichkeiten gestalten kann. Ich habe mir hier zum Beispiel in Holzbuchstaben in Weiß das Wort Mutter. Man könnte auch Mama machen. Ich habe jetzt einfach mal Mutter für Muttertag. Hier habe ich auch Mutter in braunen kleinen Buchstaben, in klein und weiß. Ich habe hier solche kleinen Deko-Sticker, ich habe hier den Schmetterling, also alles, was irgendwie mit Mutter schön romantisch und so zusammenpasst, habe ich mir hingelegt. Hier meine Kisten mit den verschiedensten Teilchen. Ich habe verschiedene Papiere mir zurechtgelegt, einfach weil ich noch nicht weiß, mit welchen ich arbeiten möchte. Und ich mache es so, in den Kommentaren habe ich euch unten die Verlinkung gemacht, ja, wo ihr zu meiner Webseite kommt, wo ihr nochmal seht, mit was ich hier gearbeitet habe. Einfach, weil das jetzt zu viel wäre, um euch das im Einzelnen zu zeigen. Ich habe Stempel, all das Mögliche und wir schauen mal, was zum Schluss rauskommt. So, als allererstes mache ich mir erstmal meinen Kartenrolling, der zum Schluss sozusagen gestaltet wird. Dafür nehme ich mir Papier vom Action. Und ich halte das in den pastelligen Farben. Das Ganze nennt sich Hobbykarton. Gibt es in A5. Aber ihr könnt auch ganz normal... Was mache ich denn? Ich glaube, ich behalte diesen Gelbton, diesen helleren etwas. Ich glaube, das nehme ich. Als allererstes werde ich mir das falten, denke ich mal. Ja, das mache ich auch. Ich falte mir sozusagen meinen Hobbykarton als Kartenrolling. Dann brauche ich als nächstes ein weiteres Blatt Papier, einfach was von dem Kartenrolling hervorhebt. Dafür nehme ich mir hier dieses Paperpad Papier von Studio Light und ich suche mir einen Farbton aus, der so hier mit diesen Blumen so ein bisschen harmoniert. Ich weiß einfach noch nicht, was ich nehme, aber ich gehe schon mal in diesen Farbton so ein bisschen hinein. Das heißt, ich werde mir... Das ist, denke ich mal, zu rosa. Ich werde vielleicht doch so ein bisschen dieses Orangefarbene nehmen. Das nehme ich. Mal gucken, wie groß ist das Ganze. Muss ich überhaupt viel schneiden? In der Breite muss ich nicht schneiden, aber ich muss in der Länge was abschneiden. Das könnte ich mir aber auch so machen. Ich nehme das einfach, lege das dran, mache mir mit dem Bleistift oder mit dem schwarzen Stift mache ich mir hier zwei Markierungen, einmal oben, einmal unten. So, schneide mir das ab. Und jetzt bringe ich das Ganze hier erstmal auf meine Vorderseite. Ich gucke, ob das auch alles stimmt. Jetzt nehme ich meine Klebemaus. So. Jetzt sieht das Ganze erstmal so aus. Jetzt möchte ich gerne hier in der Mitte so ein separates Feld haben. Da suche ich mir jetzt noch ein spezielles Papier aus und ich werde mal hier drinne gucken in diesem Craft Emotion Papier.
Ich werde mir das so schneiden, dass ich in der Mitte so ein ganz kleines habe. Nicht mächtig groß, einfach nur so ein bisschen klein. So, da habe ich mein Kärtchen. Jetzt werde ich die Ecken abrunden, einfach weil ich das persönlich schöner finde. Dafür nehme ich meinen Eckenabrunder. Man kann das natürlich auch mit der Schere machen, wer so ein schönes, sensibles Händchen hat. Also ich zitter immer ziemlich und bei mir wird das einfach nicht rund. Von daher habe ich dieses Teil und das ist perfekt. So, jetzt muss ich das hier draufkleben. Ich möchte das Ganze ein bisschen erhöht haben dann. Deswegen möchte ich das hoch haben. Das mache ich mir damit kaputt. Also hat sich das schon mal erledigt. Ihr seht, so mache ich das. Ich gucke immer, passt das zusammen und die Idee, die ich im Kopf habe, passt dann vielleicht gar nicht zu dem Bild dazu. Und von daher gucke ich immer ein bisschen. So, mein Problem, was ich jetzt hatte, ich habe keinerlei Schriftzüge, was ich hier hätte noch verwenden können. Irgendwie alles gut oder so. Ich hätte das mit der Hand aufzeichnen müssen. Kann ich nicht so gut, von daher habe ich jetzt eine Alternative gesucht. Ich habe mir jetzt erstmal den Schmetterling ausgestanzt. Und zwar mit dieser Stanzschablone. Und ja, das war als erstes. Ich habe mir jetzt noch das Tag, Muttertag rausgesucht mit den Holzbuchstaben. Und als allererstes mache ich es jetzt so, dass ich mein Kärtchen hier rundherum mit doppelseitigem Klebeband, aber so etwas erhöhten, ja, beklebe. Und jetzt bringe ich das hier so schön in der Mitte auf. Entweder man legt ein Lineal an oder man hat das im Auge, dass man ungefähr mittig das Ganze macht. Ich mache es ein bisschen höher, weil ich das Tag hier unbedingt auf das drauf haben möchte und nicht auf das mit drauf. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt habe ich das ein bisschen erhöht. Als nächstes bringe ich meinen Schmetterling auf und den mache ich hier oben schön hin. Ich habe mir dafür diese Glue Drops genommen. Auch die sind so ein bisschen erhöht. Und hier könnt ihr aber alles Mögliche nehmen. Hier ist das Coole daran, dass man hier so einen kleinen Punkt hat. Da gehe ich jetzt einfach mit dem Schmetterling hier dran und dann hängt er an dem Schmetterling und dann hängt er auch gleichzeitig hier an dem Blatt Papier dran. Und jetzt bringe ich das Muttertag noch drauf. Ich lege mir erstmal das Ganze so hin, wie es am besten aussieht. Ich könnte es ja auch hier vielleicht so machen. Ich überlege noch ein bisschen, wie ich das am besten mache. Es soll ja schön aussehen. So, ihr Lieben, und fertig ist die Muttertagskarte. Ich finde die richtig toll. Das hatte ich überhaupt nicht in meinem Kopf, wo ich hier diese Anleitung angefangen habe. Aber so ist das beim Basteln. Von daher kann ich euch am Anfang auch nie sagen, wo das endet. Ist bei mir halt so. Und wie gesagt, ich verlinke euch unten in den Kommentaren und auch in der Videobeschreibung den Link zur Webseite. Da beschreibe ich auch nochmal, wer keine Lust auf Video hat, in Bilderform. Seht ihr das nochmal? Die ganzen Produkte werde ich euch dazu verlinken. Und ja, dann hoffe ich, ich konnte euch eine kleine Inspiration geben. Die Buchstaben hier, seht ihr, sind so ein bisschen nach oben und sind aber auch wackelig, weil sie ja nur an diesem einen kleinen Klebepunkt hier, mal sehen, kann ich ihn zeigen, da an diesem kleinen Klebepunkt, wo haben wir ihn? Hier, festhängen. Von daher, ihr könntet das auch natürlich ganz fein mit
Alleskleber oder Flüssigkleber ganz fein hier lang fahren und das dann drauf bringen. Es ist alles möglich, es ist nur ein Vorschlag und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und natürlich könnte man, wenn man sowas nicht hat, auch mit solchen Schmetterlingen zum Beispiel ersetzen. Ne? Also einfach ein bisschen kreativ denken, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt. Und dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über euer Feedback. Es kommt in den nächsten Tagen mehrere solche Kartenanleitungen, einfach weil ich Karten so sehr mag derzeit. Ich könnte nur Karten basteln. Und jetzt ist halt die Muttertagskarte dran. So, das war's. Habt einen tollen Tag und dann bis bald. Eure Katrin. Tschüss.